Hast du schon mal was von Elektro, Rock, Fusion gehört? So was sollten wir auch machen. Ein Song mit meiner Band und dir als DJ? Ganz genau, das wäre cool. Ja, aber vorläufig müssen wir arbeiten. Wir haben eine neue Mail bekommen. Lies vor. Nach 3 Jahren weiß ich nicht, wie mein Liebster aussieht. Ich heiße Marcela Renteria, Fresser genannt. Vor 3 Jahren lernte ich bei Facebook Leoncio kennen. Ich nahm seine Freundschaftsanfrage an, weil ich ihn für einen mexikanischen Musiker hielt, den ich mal kannte. Als mir klar wurde, dass ich mich geirrt hatte, wollte ich ihn löschen. Aber als er mich anschrieb, war er mir sofort sympathisch. Mittlerweile hat er mein Herz komplett erobert. Wir wollten uns schon oft treffen, aber daraus ist nie etwas geworden. Er glaubt, dass Kolumbien zu gefährlich ist und hat Angst, dass ich auch in diesen Politterror verwickelt sein könnte. Echt? Außerdem braucht er angeblich eine teure Reiseversicherung. Dabei könnte er genauso gut ein Verbrecher sein. Er hat mir nie sein Gesicht gezeigt. Ich empfinde viel für ihn, aber ich habe auch große Zweifel, vor allem was sein Aussehen angeht. Er weigert sich nämlich, die Webcam einzuschalten. Und die wenigen Fotos, die er mir geschickt hat, sind entweder unscharf, zu dunkel oder man erkennt gerade mal seine Augen. Bitte helft mir. Ich will wissen, ob der Leoncio, der mir schreibt, real ist oder nicht. Viele Grüße. 3 Jahre. Es gab viele Versuche, den anderen aus der Reserve zu locken. Beide Seiten sind misstrauisch. Genau, das ist merkwürdig. Sie hat uns ihre Nummer und ihren Skype-Namen mitgeschickt. Marcela! Hallo, wie geht's? Das ist Sebastian und ich bin Diego. Diego. Hi, wie geht's? Gut, und dir? Gut. Sollen wir Marcela oder Fresa sagen? Fresa. Wie Erdbeere? Ja, wegen der Haarfarbe. Und das ist auch mein Künstlername in meiner Band. Wie heißt die? Apartri. Bevor du uns von deiner Beziehung erzählst, wollen wir wissen, was du so machst. Und wie alt du bist. Ich bin 23 und Modedesignerin. Und wo bist du gerade? In Tosaquillo. Hier in Bogotá? Ganz genau. Kommen wir zu unserer heutigen Mission. Was hat es mit diesem Leoncio auf sich? Erzähl uns mal etwas mehr über ihn. Ich habe ihn vor 3 Jahren bei Facebook kennengelernt und erst waren wir nur gut befreundet. Ich wurde ihm als Kontakt vorgeschlagen, weil wir beide Freunde haben, die auf Hip-Hop stehen. Seine Freundschaftsanfrage habe ich erst ignoriert, aber dann dachte ich, dass er bestimmt meine Freunde aus Mexiko kennt. Klar. Leon ist auch Rapper. Damals hatte ich noch einen Freund und wollte nicht so viel mit ihm reden. Aber er schrieb mir immer und ich schickte ihm Smileys. Als ich wieder Single war, wechselten wir zu WhatsApp. Wann war das? Wie lange kanntet ihr euch da schon? 2 Jahre. Was magst du an ihm? Seine Aufmerksamkeit. Und dann hat er mir einen Song geschickt und mich ganz oldschool in einem richtigen Brief gefragt, ob ich seine Freundin sein will. Und was stört dich? Dass er sich nie zeigt und ein großes Geheimnis aus seinem Aussehen macht. Für genau solche Fälle sind wir da. Wir werden der Sache nachgehen. Aber wenn du hier in Bogotá bist, könnten wir uns gleich mal treffen. Gerne. Super, bis dann. Mach's gut. Ciao. Und? Leute, die so nett und gutmütig sind, werden immer als Erste ausgenutzt. Gehen wir. Wir sollten keine Zeit verlieren. Unbedingt. Ich habe den Eindruck, dass sie sich da in eine Sache hineingesteigert hat, ohne zu wissen, ob überhaupt etwas Wahres dran ist. Vielleicht gibt es diesen Leon gar nicht. Interessant, dass er sie für so eine Art Terroristin hält, aber selbst den Geheimagenten spielt. Und Strike! Fresa! Wie geht's? Schön, dich zu sehen. Hallo. Freut mich. Mich auch. Du bist sehr charmant und hast ein tolles Lächeln. Ich bin gut drauf. Hattest du vorher schon Online-Beziehungen?
Nein. Das ist alles total verrückt. Die wenigen Infos über ihn haben meine Neugier geweckt und ihn noch interessanter gemacht. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch meine Zweifel. Was weißt du über ihn? Er ist Sänger, wie ich. Und Rechtsanwalt. Und Tätowierer. Das auch noch? Ja. Warte mal. Er ist Tätowierer, Rechtsanwalt und Rapper? Sein Künstlername ist Leviathan. Es hat etwas mit dem Teufel zu tun, glaube ich. Klingt so ein bisschen nach Gothic, Darkwave. Wieso zeigt er sein Gesicht nicht und schickt dir keine Fotos oder Videos? Ich fürchte, dass er schon vergeben ist. Oder er mag meine Art nicht. Früher habe ich ihm Küsschen auf seiner Seite gepostet, aber irgendwann meinte er, ich sollte es lassen, weil das zu viel negative Energie anzieht. Und als ich ihn danach wieder bei Facebook gesucht habe, war er verschwunden. Weißt du zufällig, was sein Fachgebiet als Rechtsanwalt ist? Keine Ahnung. Er meinte, er macht was mit Versicherungen, aber keine Ahnung, für welche Firma. Wo genau lebt er in Mexiko? In Monterrey. Alles klar. Kennst du seine Freunde oder Verwandten? Ich hatte viel Kontakt zu einem Freund von ihm. Aber ich habe das irgendwann abgebrochen. Ich wollte nicht in ein Spiel oder was auch immer mit mehreren Leuten reingezogen werden. Wie kam der Kontakt zustande? Leon meinte, der Typ will Frauen aus Kolumbien kennenlernen. Sobald du uns alle Infos schickst, starten wir die Recherche. Vielen Dank. Ihr seid echt meine Rettung. Allein würde ich mich das nie trauen. Ich bin gespannt, wer dahinter steckt. Wir legen mal los und melden uns, sobald wir was wissen. Auf geht's. Hallo Jungs, wie besprochen schicke ich euch hier alles, was ich über Leon weiß. Erstmal seine Telefonnummer. Und sein Facebook-Profil existiert doch noch. Er hat es nicht gelöscht, sondern mich nur geblockt. Den Link haben wir. Enrique Rovara heißt der Freund von ihm, mit dem ich gesprochen habe. Okay. Fangen wir bei Facebook an, oder? Ja. Hier steht, dass er in Guadalupe wohnt. Was zur Metropolregion Monterrey gehört. Dieses Profil gibt nicht viel her. Es ist nicht öffentlich. Wir sollten ihn lieber googeln. Sein Name ist mit mehreren Profilen verlinkt. Die sollten wir alle anschreiben. Wir suchen einen Tätowierer namens Leoncio Moctezuma, genannt Leviathan. Fraser meinte, dass er für eine Versicherung arbeitet. Mal sehen, was da so kommt. Aber was für eine Versicherung kann das sein? Da gibt es mindestens zwei Treffer. Eine Lebens- und eine Autoversicherung. Beide in Guadalupe. Den schreiben wir auch. Die Mail an die Versicherung ist raus. Aber ich glaube, es bringt viel mehr, wenn wir uns auf seine Tätigkeit als Tätowierer konzentrieren. Dann such mal Tattoo-Läden in Monterrey. Da gibt es einige. Dieses Studio, das Ritual heißt, ist per Skype erreichbar. Da rufen wir gleich mal an. Fragen kostet nichts. Hallo? Cesar? Ja? Hallo, ich bin Diego von Catfish Colombia. Wie geht's? Danke, gut. Wir haben dich im Internet über dein Tattoo-Studio gefunden. Und vor allem können wir dich sofort per Skype erreichen. Wir wüssten gerne von dir, ob du jemanden namens Leoncio Moctezuma kennst. Der Name sagt mir etwas. Er könnte vielleicht irgendwann mal für mich gearbeitet haben, aber das müsste ich erst mal checken. Ich sehe nach und rufe dich zurück. Vielen Dank, Cesar. Keine Ursache. Ciao. Ciao. Er hat vielleicht mal für ihn gearbeitet. Nicht schlecht. Als Tätowierer. Mal sehen, ob jemand auf unsere Mails geantwortet hat. Ja, eine Versicherung.
In Bezug auf Ihre E-Mail informieren wir Sie, dass hier kein Leoncio Moctezuma arbeitet. Wir müssen einfach alle anschreiben. Wenn es nicht anders geht. Noch eine Antwort. Ist gerade reingekommen. Ich heiße Leoncio Moctezuma, aber ich bin kein Tätowierer und man nennt mich nur Leon. Ich bin nicht der, den Sie suchen. Dann nicht. Fresa hat uns doch geschrieben, dass der Freund von Leon, mit dem sie eine Weile gechattet hat, Enrique Rovara heißt. Wir sollten sie fragen, ob sie noch mehr Infos über ihn hat. Ruf sie an. Hallo? Hi, hier ist Diego. Wir rufen an, weil du uns in deiner Mail nur den Namen von Enrique genannt hast. Hast du vielleicht noch weitere Infos, die uns zu Leoncio führen könnten? Ich habe den Skype-Kontakt von Enrique. Falls der euch was bringt, schicke ich ihn euch gerne zu. Super, denn bis jetzt ist das unsere heißeste Spur. Wir bleiben in Kontakt. Danke. Bis gleich. Sie schickt ihn. Endlich. Hier ist die Mail. Dann ruf Enrique an. Enrique? Ja? Wir rufen an, weil du angeblich ein Freund von Leoncio Moctezuma bist. Ja, das stimmt. Woher kennt ihr euch? Wir haben Musik gemacht und er hat mich tätowiert. Würdest du die Kamera anmachen? Klar. Viel besser. Ja. Wann hast du Leon zuletzt gesprochen? Das ist schon eine Weile her. Kennst du Fresa? Er hat mir von ihr erzählt. Was genau? Nicht viel, aber ich fand das auch nicht gut. Vielleicht ist er deshalb auf Abstand gegangen. Was gefiel dir nicht? Naja, es ist eine Fernbeziehung und sie kennen sich doch gar nicht richtig. Weißt du eventuell, wo wir Leon finden könnten? Wir wollen mit ihm sprechen. Ich habe ihn schon echt lange nicht mehr gesehen und habe darum jetzt nicht so die Ahnung, wo ihr ihn sicher antreffen könntet. Aber hast du vielleicht eine Nummer oder Adresse von ihm? Er hat eine neue Nummer und die hat er mir nicht gegeben. Wo wohnt er? In Guadalupe? Ich glaube schon. Kannst du uns sonst noch irgendwie behilflich sein? Ich bin gerade mit meiner Band im Studio. Wir müssen sehr viel proben, weil wir für 2 Wochen auf Tour gehen. Ich könnte euch also frühestens in 15 Tagen weiterhelfen. Wann geht ihr auf Tour? Morgen. Morgen? Ach so. Aber wie wär's, wenn ihr zu mir kommt? Dann könnte ich versuchen, euch irgendwie zusammenzubringen. Aha. Wir könnten jetzt gleich losfliegen. Hättest du morgen kurz Zeit für uns, bevor ihr abreist? Klar. Super, so machen wir es. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank für deine Hilfe. Mach's gut. Nicht schlecht. Wir müssen sofort nach Mexiko fliegen. Was bleibt uns anderes übrig? Voll auf Risiko. Aber Fresa lassen wir erst nachkommen, wenn wir etwas Konkretes rausgefunden haben. Klingt gut. Ich frage sie gleich, ob wir uns nochmal mit ihr treffen können. Hallo? Hallo, Diego nochmal. Wir müssen uns treffen. Gerne, aber wo seid ihr? Wir sind hier in unserem Hotel. Schickst du mir bitte die Adresse? Mach ich. Ciao. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut. Hallo. Alles klar? Ja. Es war nicht leicht. Wir haben mit den Infos angefangen, die du uns gegeben hast. Du meintest ja, er arbeitet bei einer Versicherung. Wir haben alle möglichen Leute angeschrieben, aber niemand scheint ihn zu kennen. Dann haben wir nach Tattoo-Studios in Guadalupe gesucht und sind auf einen César gestoßen. Er meinte, dass Leon eventuell vor einigen Jahren für ihn gearbeitet hat. Richtig. Ich hatte mir schon gedacht, dass die Sache mit der Versicherung und dem Tätowieren eventuell gelogen sein könnte oder nur zum Teil wahr ist. Das überrascht mich nicht. Möglich ist alles.
Dann haben wir Enrique kontaktiert. Er hat weder Leons Adresse noch irgendeine Telefonnummer von ihm, aber er will uns trotzdem helfen. Und deshalb fliegen wir heute noch nach Mexiko. Wir haben mit Enrique ein Treffen vereinbart. Du bleibst besser erstmal hier, bis wir was Konkretes haben. Klingt vernünftig. Wir halten dich auf dem Laufenden. Gute oder schlechte Nachrichten, ich nehme alles. Ihr seid eine große Hilfe. Dafür sind wir da. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Wir melden uns. Viel Erfolg und gute Reise. Danke. Zum Glück ist sie sich darüber voll im Klaren, dass es auch schief gehen kann. So hatten wir das bisher selten. Mal sehen, wer uns geantwortet hat. Nun mach. Ich mache ja schon. Hier ist was. Guten Tag. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass bei uns kein Leon Moctezuma arbeitet. Wir hoffen, dass Ihnen diese Information weiterhilft. Eine weniger. Die nächste ist von einer anderen Versicherung, die schreibt, über unsere Angestellten geben wir keine persönlichen Informationen heraus. Dann kontaktieren wir jetzt Enrique. Denn wer ist unsere heißeste Spur? Enrique. Daher sollten wir ihn so schnell wie möglich aufsuchen. Sonst haut er ab und wir können bei Null anfangen. Das hat noch gefehlt. Probier's nochmal. Hallo? Das ist er. Enrique? Ja? Wie geht's? Diego hier. Diego de Catfish. Hallo. Wir müssen Leoncio finden. Geht's auch später? Hilfst du uns? Wir sind schon da. Klar, aber später. In 2 Stunden. Etwas wortkarg. Erst sagt er, hilft uns und dann lässt er uns einfach hängen. Unglaublich. Dann bleibt uns immer noch der Tätowierer. Ich ruf ihn an. César. Hallo César, Diego hier. Hallo. Wir wollten fragen, ob du dich an Leoncio Moctezuma erinnert hast. Kommt doch einfach mal bei mir vorbei und wir prüfen das gemeinsam. Wo ist dein Studio? In der Calle Roberto Martinez, 437. Sí. Okay, dann sehen wir uns gleich, ja? Gut. Vale. Vielen Dank, ciao. Auf geht's. Da ist es. Jetzt oder nie. Ja, bitte? Ich bin Diego. Alles klar? Hallo. Freut mich. Wie kann ich euch helfen? Wir suchen Leoncio Moctezuma. Wir müssen mit ihm reden. Gibt es Probleme? Nein, nein. Es geht um die Liebe. Wir helfen einer Frau, die ihre Internetbekanntschaft kennenlernen will. Ah, verstehe. Das Problem ist, dass hier sehr viele Leute gearbeitet haben. Es gibt uns schon 20 Jahre. Und in meiner Liste taucht der Name leider nicht auf. Kann ich auch mal nachsehen? Klar, komm rüber. Ich habe nachgesehen und der Name kommt mir sehr bekannt vor. Wie war nochmal sein Künstlername? Leviathan. Hier taucht er wirklich nicht auf. Nein. Ich habe sogar noch ein Buch. Da habe ich früher so Sachen eingetragen. Darf ich das mal sehen? Klar, wenn ich es finde. Hier sind alle älteren Einträge. Blätter das mal durch. Wie aus dem Museum.
So ein Studio hat einen ziemlichen Durchlauf an Kunden und genauso an Tätowierern. Was steht hier? Leon Moctezuma? Das ist er. Echt? Ja. Zeig mal. Hier steht's. Leon Moctezuma, inklusive Telefonnummer und Adresse. Das ist ja super. Freut mich. Du hast uns sehr geholfen. Der weite Weg hat sich gelohnt. Vielen Dank. Gerne. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Großartig. Wir haben zwei Infos. Die Nummer und die Adresse. Rufen wir mal an. Nochmal? Bitte. Verstehe ich nicht. Ignoriert er unsere Anrufe? Was soll das? Er drückt uns einfach weg. Wir könnten hinfahren. Die Adresse haben wir. So verlieren wir keine Zeit. Dann schau mal nach, wie wir dorthin kommen. Mach ich. Calle Amado Nermo. Welche Nummer? 2728. Das ist hier. Hallo? Hallo? Was ist? Was wollt ihr? Wir suchen einen Leoncio Moctezuma. Ihr sucht ihn umsonst. Ich kenne ihn nicht. Sie kennen niemanden, der so heißt? Nein, sicher nicht. Ich wohne schon seit einem Jahr hier. Ich kann euch nicht weiterhelfen. Wissen Sie nicht? Mehr weiß ich nicht. Er wohnt hier nicht. Nie gehört. Danke sehr. Vielen Dank. Das war's? Ja. Wir stecken fest. Total. Entweder wir probieren es nochmal bei Leon, der unsere Anrufe ignoriert, oder wir rufen Enrique an. Die zwei Stunden sind längst vergangen. Brechen wir aufs Band? Hallo, hier sind Diego und Sebastian von Catfish Colombia. Wir brauchen deine Hilfe. Also ruf uns bitte unter dieser Nummer zurück. Oder, wenn dir das besser passt, dann treffen wir uns in unserem Hotel. Wir wohnen im... Vielen Dank. Und jetzt warten wir, bis Enrique sich meldet oder im Hotel erscheint. Hallo. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Gut. Hat jemand nach uns gefragt oder uns angerufen? Einen Augenblick, bitte. Danke. Für Sie wurde dieser Umschlag abgegeben. Danke. Nachricht für Sebastian und Diego. Ruft Enrique bei der Arbeit an. Ich bin gespannt. Ja? Mit wem spreche ich? Enrique. Enrique, hola. Hallo, Diego hier von Catfish. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Ich wollte nur noch mal fragen, ob du uns helfen kannst. Wir sind jetzt in Mexiko, aber leider sind wir noch keinen Schritt weitergekommen. Ich bin gerade nicht zu Hause. Wir könnten uns ganz kurz treffen, aber dann muss ich auch noch was essen. Ach was, kommt einfach her.
Ich schicke euch eine Nachricht mit der Adresse. Das wäre super. Schick mir bitte die Adresse, dann kommen wir zu dir. Okay, ciao. Danke dir. Bueno, pues. Gracias. Wow, schon da. Der Typ ist komisch. Enrique? Ja. Er verhält sich echt merkwürdig. Immerhin hilft er uns. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Vielleicht lockt er uns irgendwo hin und taucht gar nicht auf. Hier ist es. Ein Café. Wieso sollte er ein Treffen mit uns vereinbaren, wenn er uns nichts zu sagen hätte? Stimmt, das ergibt keinen Sinn. Ich hoffe nur, er kommt. Sonst stehen wir dumm da. Das ist er doch, oder? Hallo, wie geht's? Gut, danke. Diego. Alles klar? Ja? Da wären wir also. Was kannst du uns über Leoncio Moctezuma erzählen? Er ist ein sehr schüchterner Mensch. Ich glaube nicht, dass er sich mit euch treffen wird. Wir haben Fraser versprochen, ihr zu helfen. Und wir sind extra hergekommen, um rauszufinden, wer er ist und ob er etwas zu verbergen hat. Wir brauchen deine Hilfe. Hast du vielleicht ein Foto von ihm? Er mag keine Fotos. Wir haben noch nicht mal sein Gesicht gesehen. Als er mich tätowiert hat, wollte ich ihn fotografieren, aber das mag er nicht. Ich habe weder Fotos noch Videos von ihm. Gar keine? Hier nicht. Ich müsste mal zu Hause nachsehen. Aber ich habe euch seine Nummer besorgt. Die hast du dabei? Super. Okay. Kann ich erst allein mit ihm reden? Klar. Ich will ihn erst fragen. Mach ruhig. Bis gleich. Danke. Warum geht er extra weg? Die meinten, sie suchen dich wie verrückt. Sie machen so eine TV-Sendung und wollen mit dir über diese Frau aus Kolumbien reden. Sie haben Kameras dabei und so ein Zeug. Ich bin nur gekommen, weil sie echt hartnäckig waren. Na gut, alles klar. Das sage ich Ihnen. Ja, ich rede mit Ihnen. Was hat er gesagt? Er wollte wissen, wer ihr seid. Das können wir ihm selbst erklären. Ah, er schreibt gerade, dass er kommen will. Sag ihm, dass wir Fraser helfen und dass sie in ihn verliebt ist. Er denkt darüber nach, aber er ist extrem misstrauisch. Ich werde versuchen, ihn zu überzeugen. Kannst du uns später Bescheid geben, ob er uns kennenlernen oder uns sein Gesicht zeigen will? Ich arbeite bis 10. Ruft mich um 9 an. Um 9 hören wir uns. Ich rede mit ihm. Perfekt, danke. Ciao. Wir zählen auf dich. Bis später. Ciao. Was wird Enrique für uns haben? Eine Info. Oder eine Ausrede. Oder gar nichts. Wir müssen ihm vertrauen. Ich rufe ihn an. Ja? Diego hier, wie geht's? Hallo, mir geht's gut. Ich habe gute Nachrichten. Schieß los. Wir haben eine Weile gequatscht und ich hatte das Gefühl, dass er dieses Mädel echt gern kennenlernen würde. Aber er fühlt sich unter Druck gesetzt. Will er sich mit uns treffen oder nicht? Ich habe ihm deine Nummer gegeben. Er wird sich bei dir melden. Verlass dich drauf. Glaubst du, dass Leoncio bereit wäre, sich morgen auch mit Fraser zu treffen? Ich denke schon. Er fand die Idee ziemlich cool, hatte ich den Eindruck.
Super. Dann vielen Dank für deine Hilfe. Mach's gut. Un abrazo grande. Du auch. Ciao. Wir wissen nicht, ob das der richtige Leon ist. Ach komm. Aber zumindest haben wir einen konkreten Grund dazu, Fresa nach Mexiko zu holen. Auch wenn am Ende dieser Enrique auftaucht, dann hätte sie Klarheit. Ich rufe sie an. Das muss sie erfahren. Darauf wartet sie. Ja. Hallo Jungs. Wie geht's dir? Ich bin extrem nervös. Dann halt dich mal gut fest, ja? Okay. Wir haben uns mit Enrique getroffen, dem Freund von Leoncio, von dem du uns erzählt hast. Und er meinte, dass Leoncio sich jetzt doch sehr darauf freut, dich kennenzulernen. Da bin ich echt erleichtert. Enrique meinte, dass Leoncio darüber nachgedacht hat und sich morgen hier in Mexiko mit uns treffen will. Wir bereiten alles soweit vor, während du in den Flieger steigst und nach Monterrey kommst. Und gemeinsam fahren wir dann zum Treffen mit Leoncio. Vielen Dank für alles, was ihr für mich tut. Es bedeutet mir so viel, dass ihr das für mich macht. Vielen Dank. Das vergesse ich euch nie. Er scheint dir wirklich sehr viel zu bedeuten. Ja, es sind schöne Gefühle. Was gerade passiert, wünsche ich mir schon sehr lange. Aber jetzt, da es in Erfüllung geht, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Ich hoffe, dass alles gut läuft und dass diese Tränen nicht nachher noch bitter werden. Wir erwarten dich. Alles wird gut. Danke. Ganz lieben Dank. Bis bald. Sie klingt so voller Hoffnung, aber ihre Nerven liegen blank, weil sie der Wahrheit so nah ist und bald dem Mann gegenüberstehen wird, in den sie verliebt ist. Extrem verliebt. Meinst du, Leoncio ruft bald an? Ich zweifle eher an Enrique. Ist Leoncio wirklich so mysteriös, wie er uns weismachen will? Oder handelt es sich bei Leoncio und Enrique am Ende gar um dieselbe Person? Er ruft nicht an. Was sagen wir Fresa? Wir brauchen auf jeden Fall einen Plan B, wenn er sich nicht meldet. D. Ich will nicht dran denken. Wir müssen warten. Aber wie lange noch? Er ist schon überfällig. Gib die Hoffnung nicht auf. Da! Ich habe seine Nummer gespeichert, das ist er nicht. Hallo? Hallo? Mit wem spreche ich? Mit Diego? Genau. Leoncio, bist du's? Moctezuma. Ja. Wie geht's? Klasse, und selbst? Gut. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich hören. Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht weiß, ob ihr die Wahrheit sagt. Ich kann verstehen, dass du skeptisch bist. Aber wir sind extra aus Kolumbien nach Mexiko gekommen, nur um uns mit dir zu treffen. Fresa, die du ja gut kennst, hat uns um Hilfe gebeten. Ich weiß aber gar nichts über euch. Ich habe erst gestern erfahren, dass ihr hier seid. Und am Anfang habe ich gar nicht kapiert, was das alles soll. Deshalb war ich so misstrauisch. Ihr habt mich einfach überrascht. Das sieht auf unserer Seite ganz ähnlich aus. Fresa hat dich auch noch nie gesehen. Und wir kennen dich noch nicht mal von Fotos. Ich finde, wir sollten uns so schnell wie möglich treffen, damit du Fresa persönlich kennenlernen kannst. Okay, aber kommt sie direkt mit euch mit? Ja, wir holen sie vom Flughafen ab und dann bringen wir sie mit. Du nennst uns den Treffpunkt und wir bringen sie hin. Aber treffen wir uns erst allein oder ist sie gleich dabei? Sie ist von Anfang an dabei. Super. Ich schicke dir die Adresse. Und ich rufe dich gegen Mittag an, ob alles klar geht und ob ihr schon in der Nähe seid.
Wie ist deine Nummer? 611-776-76-46-46. Vielen Dank für deinen Anruf. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Obwohl sie ihn noch nie gesehen hat, hat Fresa eine ganz genaue Vorstellung von ihm. Wen erwartet sie wirklich? Sie kennt nur seine Augen, nicht mehr. Das ist alles sehr mysteriös. Na, und jetzt? Ab zum Sport. Sklaventreiber. Meine Muskeln brennen. Und morgen erst. Fresa dürfte überglücklich sein. Sie kann endlich nach Mexiko kommen und ihre Online-Bekanntschaft persönlich kennenlernen. Los! Fresa, hola. Hallo Fresa, wie geht's? Gut. Willkommen in Monterrey. Danke. Steig ein. Okay. Fresa! Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Hoffentlich läuft alles gut. Muy bien. Bist du glücklich? Ja, sehr. Gestern Abend beim Packen war ich ziemlich angespannt. Aber gleichzeitig freue ich mich auch. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass alles gut wird. Ich bin zuversichtlich. Wir sind da. Wollen wir? Ich habe Angst. Ich habe mir sein Gesicht schon so oft vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich es sehe. Dann hoffen wir mal, dass er echt ist. Bringen wir es hinter uns. Diesen Treffpunkt hat er vorgeschlagen. Ach ja? Mein Herz rast. Mir ist schwindelig. Echt? Ja. Ist er noch nicht da? Wir sind pünktlich. Dann kommt er noch, oder? Wenn er nicht kommt, das wäre echt krass. Er ist spät dran. Ziemlich. Ich dachte, er kann es kaum erwarten. Oh, meine Güte. Ist das seins? Ja. Das da? Kennst du es? Ja. Ich kann da gar nicht hinsehen. Alles wird gut. Ist das ein Auto? Ich denke schon. Was wird das? Komisch. Er ist weggefahren. Er war es, aber er ist wieder gefahren. Kalte Füße? Es kann ja wohl nicht sein, dass wir dafür extra aus Kolumbien hergekommen sind. Ich verstehe es nicht. Er hat uns doch gesehen. Und dann hat er Angst bekommen. Krass. Kommt er zurück? Sieht so aus.
Sicher? Ja, es ist dasselbe Auto. Ich weiß nicht. Da steigt tatsächlich jemand aus. Sieht so aus. Er kommt her. Leon? Was sag ich ihm? Das ist mein Süßer. Hallo. Ich freue mich so. Wie geht's? Gut, und dir? Ich lass dich nicht mehr los. Von mir aus gern. Aber die müssen dann warten. Hallo. Na, du? Ich dachte, du kommst nicht. Ich liebe dich. Du weißt gar nicht, wie sehr. Leon, was geht? Freut mich. Glaubst du uns jetzt? Na klar. Alles klar? Alles super. Danke fürs Kommen. Ja, genau. Ich danke dir. Und denen auch, weil sie das möglich gemacht haben. Wir waren uns lange nicht sicher, ob du wirklich Anwalt bist. Stimmt das? Ja. Und ob du Tätowierer bist. Stimmt das? Klar. Und ob du wirklich Rapper bist. Das auch. Warum zeigst du dich nicht? Ich bin schüchtern. Warum? So bin ich halt. Das stimmt. Ich behalte die Sachen lieber für mich. Mios. Und warum bist du jetzt gekommen? Was empfindest du für sie? Etwas sehr Starkes. Was geht dir gerade durch den Kopf? Er steht endlich vor dir. Ich liebe ihn. Vielen Dank. Wirklich. Euch allen. Ich sehe schon, dass ihr Zeit für euch braucht. Lasst uns was für morgen vereinbaren. Dann könnt ihr euch in Ruhe kennenlernen. Ohne uns. Okay. Wie ihr wollt. Wir organisieren das. Aber jetzt müssen wir Fresa und das Geschenk leider mitnehmen. Okay. Wir sagen dir Bescheid. Schreibt mir einfach wo und ich bin sofort da. Wollt ihr das denn? Klar. Sicher? Ja. Gehst du? Ja. Schon? Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Sehr. Leon. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Ich danke euch. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Treffen? Ich bin sehr froh, weil ich ihn endlich gesehen habe. Ich musste ihm nur kurz in die Augen schauen, um zu wissen, dass er der Richtige ist. Ein Happy End. Na bitte. Du hattest recht. Ein Glück. Danke, Jungs. Ladies first. Danke. Du auch. Danke. Und? Hier? Das ist wunderschön. Hallo Leon, alles okay? Ja. Hier ist deine Freundin. Hallo. Jetzt schon? Ja. Ich wusste es. Viel Spaß. Danke. Wir lassen euch in Ruhe. Bis später. Okay, vielen Dank. Danke. Mein Herz rast. Meins noch mehr. Wie immer eigentlich. Jetzt geht alles so schnell. Das ist schön. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum mal wahr wird. Ich liebe dich. Ich dich auch. Endlich sehe ich dich. Aber ich wüsste ganz gern, was du über uns, unsere Beziehung und die Entfernung zwischen uns denkst. Ich bin extra nach Mexiko gekommen, um dich zu suchen. Und jetzt bin ich dran? Genau. Ich will von dir hören, was der nächste Schritt ist und was du von dem Ganzen hältst.
Der Anfang ist gemacht. Ja. Wunderbar. Was sagen deine Eltern? Sie wollen dich kennenlernen. Das wäre schön. Auf dich und darauf, dass unsere Internetromanze jetzt real ist. Salut. Danke. Auf alles. Ich liebe dich. Ich dich auch. Prost. Prost. Ich genieße deine Nähe. Genauso geht's mir auch. Ich will nicht gehen. Sie warten aber schon. Ich will nicht weinen. Denn Tränen stimmen einen traurig. Im Gegenteil. Endlich habe ich dich kennengelernt. Wir müssen los. Machst du ein Foto von uns? Na klar. Hier, bitte. Danke. Eins, zwei, drei, lächeln. Leon! Hallo, wie geht's? Gut, und euch? Alles super. Wie läuft es mit Fresa? Wunderbar. Und wann werdet ihr euch das nächste Mal sehen? Sehr bald. Wir haben schon Pläne für weitere Reisen geschmiedet. Und aktuell? Heiratet ihr? Wir haben darüber geredet. Was? Im Ernst? Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut. Ihr auch. Alles Gute. Ciao. 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 Macht's gut. Fresa! Hallo, Jungs. Wie geht's? Gut, und euch? Auch gut. Schön, dich zu sehen. Was gibt's Neues? Ich rede oft mit Leon und fühle mich ihm noch näher als vorher. Super, super chévere. Meine Eltern haben schon mit seinen Eltern geskypt und wollen Leon kennenlernen. Wir müssen noch etwas warten, aber im Januar kommt er nach Kolumbien. Wenn deine Eltern mit seinen Eltern geredet haben, dann ist die Hochzeit nicht mehr weit. Hoffentlich. Das wäre ein schönes Finale. Ui. Hochzeit. Es war schön, mit dir zu reden und dich so glücklich zu sehen. Hoffentlich hält das noch lange an. Das hoffe ich auch. Ihr seid zur Hochzeit eingeladen. Mach's gut. Und einen dicken Kuss. Macht's gut, Jungs. Hat mich gefreut. Uns auch. Ciao. Ciao. Alles Gute.